Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal eine ganz leckere Minestrone im Crockpot kochen. Ist total einfach und extrem lecker. Natürlich kann man das auch im einfachen Kochtopf machen auf dem Herd. Aber hier hat man halt wirklich den Vorteil, man braucht sich um nichts zu kümmern, schmeißt das frühmorgens rein. Wenn man abends von der Arbeit wiederkommt, ist alles fertig. Und das Aroma ist einfach noch etwas besser. Als Gemüse verwende ich dann noch ein paar Reste von gestern. Da habe ich noch ein wenig Paprikaschote und ein wenig Zucchini übrig behalten. Dann kommt noch eine grüne Paprikaschote, eine kleine gelbe. Dann habe ich hier noch eine kleine Chili, wenn man es etwas schärfer mag. Wenn nicht, lässt man die einfach weg. Dann habe ich noch eine Kohlrabi. Eine ganze Zucchini, die werde ich aber nicht komplett benutzen. Hier sind meine Böhnchen, die habe ich abgespült. Das ist eine kleine Dose gewesen. Dann noch ein wenig vom Suppengrün Blumenkohl, ein wenig Sellerie, ein wenig Lauch. Dann nehme ich eine Zwiebel, drei kleine Knoblauchzehen, natürlich Möhrchen. Nachher kommt dann auch noch ein bisschen von der Petersilie mit dran. Gleich mit dran geben werde ich etwas von dem Thymian und vom Oregano. Getrocknetes Oregano, bei getrockneten Kräutern immer ein bisschen vorsichtiger sein. Die schmecken sehr intensiv im Crockpot. Als Flüssigkeit gebe ich dann noch dazu einen Liter Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe, wenn man keinen Fond hat. Und zwei Dosen gehackte Tomaten. Ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen klein schneiden. Und dann gebe ich das alles schon mal in den Crockpot rein. Die Möhrchen habe ich mir jetzt geschält. Wenn sie etwas zu dick sind, dann schneide ich sie noch ein bisschen durch und dann werden sie in kleine Stückchen geschnitten. Ja, das sollte immer so etwa die Größe haben, dass es auf den Löffel passt. Ja, und dann können die Möhrchen auch schon gleich in den Topf mit rein. Die gebe ich als nächstes unten rein. Und dann geht es weiter mit dem Sellerie. Erstmal ein bisschen putzen, beziehungsweise die trockene Haut außenrum abschneiden. Schneide ich sie wieder in Streifen. Nochmal in Streifen. Und dann klein schneiden. Und auch rein in den Topf. Dann schneide ich mir den Lauch. Die erste Scheibe mache ich ab, die ist ein bisschen trocken. Ich schneide mir den einmal längs. Und dann in kleine Streifen schneiden und dann auch einfach rein in den Topf. Blumenkohl, den zerpflücke ich ja einfach nur so ein klein bisschen, die Röschen, da braucht man nicht viel schneiden. Hier kommt der Kohlrabi, auch so ein bisschen dünn schälen, einmal halbieren und zwei Stückchen schneiden. Wieder in Streifen und klein schneiden und auch wieder rein in den Topf. Und nämlich die gelbe Paprikaschote, die kleine. Wenn Kernchen drin sind, rausfummeln, hier sind keine drin. Auch nochmal ein bisschen kleiner schneiden und auch wieder Stückchen und rein in den Topf. Dann habe ich hier meine Stückchen vom Vortag. Das ist ein bisschen fummelig, aber macht nichts. Von der Zwiebel werde ich heute nur die Hälfte nehmen und rein damit. Dann die Knoblauchzehe, mal damit hier durch, zweimal streifen und dann einfach ein bisschen klein machen und rein damit. Von der Chili nehme ich heute auch nur eine halbe, das reicht mir völlig aus. Und rein damit. Und dann habe ich hier noch von meiner Zucchini, die ganze Zucchini, davon nehme ich nur einen Teil. Wenn da so ein paar Fehlstellen sind, einfach rausschneiden, einmal halbieren, in Streifen schneiden und in Würfel. Dann nehme ich noch eine halbe von der Paprikaschote, von der grünen. Kerngehäuse rausnehmen. Auch in Streifen schneiden. Und in mundgerechte Stückchen. Und rein damit. Das war jetzt das ganze Gemüse. Ich werde jetzt erstmal die Abfälle hier ein bisschen entsorgen und dann kommen die restlichen Zutaten in den Topf rein.
Dann gebe ich meine Böhnchen noch mit zu. Die Tomaten, also zwei Büchsen gehackte Tomaten. Und ein Liter Gemüsefond. So, das Ganze jetzt einmal schön durchrühren. Oder durchheben, rühren ist nicht mehr möglich bei der Menge. Aha. So, dann will ich jetzt gleich noch mal ein bisschen salzen. Ja, wenn man Gemüsebrühe nimmt, dann natürlich vorsichtig sein mit dem Salz. Ich habe ja Gemüsefond. Im Gemüsefond ist also kaum Salz drin. Insofern brauche ich da schon eine gute Ladung. Und ein klein wenig Pfeffer gebe ich natürlich auch noch dazu. So, dann kommt noch mein Thymian damit drauf. Hilfe, mein Schälchen ist weg. Wo ist es denn hin? Im Schälchen war dann auch noch Oregano mit drin, das habe ich gleich damit reingemacht. Jetzt nochmal gut durchheben. Und das war es dann auch erstmal. Dann kann der Deckel drauf. Auf 1 gestellt. Und das Ganze kann jetzt erstmal so 6 bis 8 Stunden, also ich lasse es immer 8 Stunden vor sich hin köcheln. Und dann kann da serviert werden. Ich werde nachher dann noch Nudeln dazu reichen, die werde ich separat kochen. Wenn ich die hier mit reinmache, wäre der Topf einfach zu voll. Ich gebe jetzt nochmal, das habe ich vergessen, ein klein wenig Olivenöl dazu. Und dann kann das Ganze vor sich hin crockpotten oder köcheln, wie man eigentlich sagt. Okay, dann sehen wir uns in 8 Stunden wieder. Jetzt ist es dann soweit, es hat zwar lange gedauert, aber ich habe mir da währenddessen einen schönen Tag gemacht, habe viel erledigt, brauchte mich also überhaupt nicht darum kümmern. Der Crockpot hat also sozusagen alles alleine gemacht. Das Einzige, was an Arbeit war, war natürlich am Anfang das Ganze ein bisschen klein zu schnippeln. Aber nun ist es soweit, jetzt kann angerichtet werden. Als erstes gebe ich dann jetzt noch ein paar Nudeln in das Schüsselchen rein. Ich habe jetzt hier heute so eine Spirelli genommen. Hörnchennudeln wären besser gewesen, habe ich aber heute leider nicht. So, das sollte reichen. Und dann kommt vom Lecker eine leckere Minestrone dazu. So, noch ein bisschen was Suppiges. So, und dann kann serviert werden. Ich mache jetzt hier oben noch ein klein bisschen was Grünes mit oben drauf. Man kann auch Basilikum nehmen, wenn man das gerne mag. Ich mag es aber am allerliebsten mit Petersilie. So werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Das riecht wieder sehr lecker. Das Aroma ist fantastisch. Es hat sicherlich eine ganze Weile gedauert. Aber in der Zeit habe ich halt, wie gesagt, ganz viele andere Dinge erledigt. Ich brauchte mich überhaupt nicht darum kümmern. So, nun wünsche ich jedem viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen ganz guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!